Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Haben wir unten echt nichts mehr sonst? Nee. Ich möchte das Augenmerk auf die Fußmatte richten, die tatsächlich auf dem Weg nach draußen liegt und auf der die Worte Willkommen stehen, so dass man sie lesen kann, wenn man nach draußen geht. Das so viel heißt wie hau bloß ab. Das ist halt irgendwie so ein Gag ist, über den ich mal sehr gelacht habe. Also ich weiß gar nicht, das muss irgendwie, als ich 14 war oder so. Ich habe mich an diese Geschichte erinnert, die mir mein damals bester Freund wir haben die zusammen ersponnen oder so, um halt irgendwie bei Leuten, bei denen man so überhaupt nicht willkommen ist, halt uns vorzustellen, wie die ihre Fußmatten auslegen würden, und sie würden es genau so tun. Da haben wir damals sehr viel drüber gelacht, das weiß ich noch. Und deswegen habe ich auch diese Fußmatte hier reingezeichnet. Hat niemand verstanden. Niemand verstanden. Ich wünschte, ich wäre wieder 14. Da steht Willkommen drauf. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Willkommen in der Freiheit? Im wahren Leben liegen Schlüssel nicht unter den Fußmatten. Nur zur Sicherheit. Wusste ich's doch. Oh. Auch dir ein herzliches Willkommen, Matti. Hast du die Fußmatte gerade Mattis genannt? Nein, nein, ich nannte sie Matti. Mattis? Wie dein Vater Mattis? Matti. Matti die Fußmatte. Es war nur... Hast du vielleicht den verdrängten Wunsch, dir die Füße an deinem Vater abzuputzen? Hey! Lass das, okay? Auch die... Nein! Den Schmutz unter meinen Sohlen habe ich mir hart erarbeitet. Guck mal, Harvey, da steht Willkommen. Dann muss dahinter die Freiheit sein. Denn in der Freiheit sind alle Menschen willkommen. Sag ich doch. Muss man sich die Schuhe abputzen, bevor man in die Freiheit geht? Nein, keine Angst. Die Freiheit hat diesen weißen Teppich, den jeder schmutzig machen darf. Ich bin nicht zum Teppichklopfen hier. Oh. Edna is welcome, alles klar. In diesem Bild tritt Captain Unbrauchbar aus Versehen in das Katzenklo von Unbrauchbar Cat. Oh, das ist eklig. Inspektor Konrad ermittelt. Der geheimnisvolle Fußmattenbeschrifter hat keine Fußabdrücke hinterlassen. Wo hatte er nur die sauberen Schuhe her? Hallo? Spreche ich mit dem Fußpflegenotdienst? Ja, bitte? Ich hätte gern einmal die Unterboden-Heißwachsbehandlung für den vorderen Fußballen. Nicht mit mir! Ich habe es satt, dass die Leute auf mir herumtrampeln. Seltsam. Aufgelegt. Einfach so, ey. Dies könnte das geheime Gewürzregal des Barmanns sein. Das könntest du haben. Mal gucken, ob ich was finde. Ui. Fruchtig. Das hier ist der richtige Platz, um eine Trickfalle zu bauen. Deine Trickfallen gehen immer nach hinten los, Harvey. Oder muss ich dich an dein Malheur mit dem Säure- und Piranha-Becken erinnern? Ich dachte, doppelt hält besser. Ja, ich könnte es unter die Fußmatte legen. Aber wer soll es mir dann noch unterschreiben? Na, wer wohl? Die Zahnfee. Ich glaube, du verwechselst sowas, Harvey. Ich lege ihn unter die Matte und hole ihn später wieder ab. Uiuiuiui. Das war grad männlich. Männlich! Ah ja, hier ist einer meiner eigenen seltenen Auftritte im Spiel. Und zwar habe ich tatsächlich die Rolle des Kochs gesprochen. Beziehungsweise, naja, gesprochen kann man kaum sagen, weil er sagt kein Wort. Er macht nur Grumpflaut. Aber das habe ich selber gemacht. Und ich habe versucht, sehr viel charakterliche Tiefe einzustreuen.
Oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich das gemacht. Ja. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich mich immer so ein bisschen so gesehen wie ein Popeye mit Kochmütze. So verstehe ich mich auch als Game Designer. Ja. Das ist geil. Heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Nee. Ich kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Ich koch mir lieber mein Extrasüppchen. Siehst du diesen Topf, Harvey? Vergiss den Topf. Wir kochen unsere eigene Suppe. Ich habe Topfschlagen immer gehasst. Das ist eine Beschäftigung für dumme Konformistenkinder. Ich glaube, Alfred mochte Topfschlagen immer. Das passt. Ich hab damals auch immer Topfschlagen gespielt. Darauf lässt sich leider nicht herumkritzeln. In diesem Bild kocht Captain Unbrauchbar die Nase vom Vegetabler. Alter! Dies ist nicht der Schmelztiegel des Verbrechens. Der älteste Konflikt der Menschheit. Kochen oder Pizza bestellen? Pizza bestellen. Obwohl? Daran beißt sich die Schere die Zähne aus. Der Topf steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem einen bekommen. Yeah. Nichts zum Schlürfen im Topf. Man kann Kleiderbügel zwar kochen, aber nicht essen. Ein weiteres Beispiel für eine Situation, in der der Effekt die Kausalität im Stich lässt. Ob die in der Gruppentherapie auch Topfschlagen spielen? Ich glaube, du verwechselst Gruppentherapien mit einem Kindergeburtstag. Wo ist der Unterschied? Ja, eben. Schwer zu sagen. Eben. Hui, das wird lecker. Dieses Geräusch immer. Vier Buchstaben zwischen mir und dem Horizont. Topf. Der kommt mit. Ja. Sehr gut. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Wollen wir nicht erst mal gucken, was drin ist? Nö. Hallo? Jemand zu Hause? Es rasselt, es klimpert, es befindet sich in einem Besteckschrank. Was mag es nur sein? Ich hab's. Es ist eine Schrapnell-Lawine aus den Anden. Wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Was? Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Nice. Oh, ein Besteckschrank. Jetzt können wir endlich meine Messerwurfnummer ausprobieren. Muss ich werfen oder bin ich an eine rotierende Zielscheibe gefesselt? Beides gleichzeitig. Hui. Lieber nicht. Poloschläger verkeilen sich immer in der Besteckschublade. Ohne einen Kugelschreiber sollte man nie in eine Besteckschublade kriechen. Mit allerdings auch nicht. Oh, ich dachte gerade. In diesem Bild spielt Captain Unbrauchbars Röntgenbesteck verrückt. Aha, Inspektor Konrad hat den Fall gelöst. Die Gabeln waren gezinkt. Wow. Hallo, spreche ich mit dem Catering-Service? Ja, bitte? Sie haben vergessen, die Löffel zu liefern. Was unterstellen Sie mir da? Gucken Sie doch mal ganz genau nach. Na gut, aber... Au! Au! Hey! Reingefallen! Seltsam. Aufgelegt. Das ist echt fies. Die kommt erst dann zurück in die Besteckschublade, wenn sie fertig gegessen hat. Zählen Cocktailschirmchen eigentlich auch zum Besteck? Gute Frage. Ich weiß nicht. Zählen Strohhalme zum Besteck? Da würde ich schon eher ja sagen. Obwohl eigentlich auch nicht. Ich habe von der Freiheit gekostet und einen Vorgeschmack bekommen. Aber ich habe noch nicht aufgegessen.
Das gehört noch nicht in die Ablage. Der Vorgang ist unerledigt. So kann ich das Quietschen reparieren. So, jetzt quietscht es wieder. Doch. Really? Der Topf passt nicht in den Besteckschrank. Doch, doch. Wir müssen den Topfschrank suchen. Seit wann bist du so ordentlich? Ach ja, tun wir einfach so, als hätte ich nie was gesagt. Bin ich gut. Das tue ich bestimmt. Okay, das sagt sie zu Gabel wahrscheinlich auch. Möchtest du mal das Messer halten, Harvey? Oh ja, oh ja, oh ja. Und jetzt lass uns Dr. Marcel suchen. Harvey, benimm dich. Gewalt löst keine Probleme. Feige. Messer, Gabel, Schere, Licht. Edna schwänzt den Unterricht. Brauchst du einen Helm, Harvey? Nein, danke. Wenn man nur Watte im Kopf hat, verliert man sein Gefahrenbewusstsein. Ja, dieselben Tabletten habe ich auch bekommen. Ich habe Topfschlagen immer gehasst. Das ist eine Beschäftigung. Ich glaube das. Nein, beide sind für sich schon gefährlich genug. Vielleicht sind sie zusammen dann gefährlich gefährlich. Etwas, das gefährlich gefährlich ist, könnte auch gefährlich für uns sein, Harvey. Das stimmt. In der linken Ecke? 4 Zacken des Todes, die ihren Gegner zum Frühstück verspeisen. Begrüßen Sie die Gabel. In der rechten Ecke. Im letzten Match siegreich durch K.O. in der Schwergewichtsklasse. Der Titelverteidiger Polo Schläger. Und nun? Habe ich mich auch gefragt. Das ist einer dieser Teleshop-Töpfe. Die sind aus tintenabweisendem Weltraumschrott. Ich hasse diese Dinger. Diesmal trennen sich Feder und Schwert unentschieden. Oh, ich dachte schon, dieser Kugelschreiber ist kaputt. Der Gabelstift. Das ultimative Werkzeug für Erbsenzähler. Ja. In diesem Bild kocht... Auf diesem Bild schmiert nützlich Boy Todesbrote für die Mittagspause. In diesem Bild spricht Captain Unbrauchbar zu den Höhlenmenschen. Nein, meine haarigen Freunde. What? Dies ist nicht der Schmelztiegel des Verbrechens. Ist dies die Tatwaffe? Kommt auf die Tat an. In der Tat. Tatü, tata. Sehr gut. Die Polizeimarke ist al dente. What? Der älteste Konflikt der Menschheit kommt. Das Kabel ist bereits durchtrennt. Sehr clever. Benutze Telefon mit Gabel. Haha. Zu Scherzen aufgelegt, hm? Wir machen hier die Witze. Kapiert? Telefon mit Gabel. Ein Knaller. Danke, danke. Daran beißt sich die Schere die Zähne aus. Messer, Gabel, Schere, Licht. Meine Sammlung ist fast komplett. Uns fehlt nur... Messer, meine Sammlung. Schere. Der Kopf steht nicht auf der Karte. Licht. Ich habe trotzdem... Licht. Das ist nur die Getränkekarte. Die Gabel steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem eine bekommen. Yeah. Das Leben ist ein Picknickkorb und du hast große Hände. Nichts zum Schlürfen im Topf. Ich säge den Lauf des Strohhalms etwas an. Dann kommen die Spuckekugeln nochmal so heftig. Vorsicht! Denk an die Killerspieldebatte. Niemand isst Strohhalme mit Messer und Gabel. Jet-Set-Kühe? Man kann Kleiderbügel... Ein weiter... Was soll ich machen? Mir aus dem Kleiderbügel ein Fluchtauto schnitzen? Ja. Oh ja, ein rotes! Clark Kleiderbügli, willst du die hier anwesende Gabi Gable zur Frau nehmen? Und ab sofort Frau Gabi Kleiderbügli heißen? Vergiss es. Ob die in der Gruppentherapie auch... Ich glaube, wo ist du...
Ich brauche keine Therapie. Ich werde das Formular zerschneiden. Ja, schnipp, schnipp, hurra! Und danach schneiden. Was ist? Wir brauchen keine Therapie. Wir haben eine Gabel. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ich finde, das ist ein gutes Argument. Der Topf ist ein guter Aufbewahr. Ich brauche kein Messer, um mir die Zehennägel zu schneiden. Fußnägel kann man ruhig mit den Fingern essen. Was war das für ein Geräusch? Klang wie Knigge, der sich im Grab umdreht. Heute habe ich mich gerade erschrocken. Wozu? Der Topf ist leer. Wenn etwas Essbares in diesem Topf ist, dann hat es ein gutes Versteck. Messer, Gabel, mein... Okay. Ach so. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Heute ist Wünsch... Und hier aber noch... Ja, lass mich doch zuordnen. Handtücher, Schmandtücher, Fitzi-Fatzi-Pfannentücher. Nehmen Handtuch. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. Ich rede aus Prinzip nicht mit Handtüchern. Es sei denn, sie sind aus Frotte. Nein! Meine Hände sind gerade richtig schmutzig. Harvey braucht kein Handtuch. Er ist ja selber aus Frotte. Nein, ich möchte, dass das Blut... Hatten wir das nicht schon mal alles? Der Kugelschreiber schreibt... Sonst hätte ich Harvey längst das... Ich glaube schon, oder? Captain Unbrauchbar kann Geschirr Kraft seines warmen Atems trocken hauchen. Oder? Am Ende jeden Tages kam Inspektor Konrad zurück ins Präsidium und wischte den Sumpf des Verbrechens von ihrer Marke. Igitt, die Muschel ist ja ganz nass. Entschuldigung, das muss passiert sein, als ich mit dem Wettbüro telefoniert habe. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Ich kann nun wirklich nicht überall Muster reinschneiden. Ach bitte. Yippie! Yes! Sieh her, Harvey. So bekommt man einen trockenen Martini. Was du nicht sagst. Ja, der müsste wirklich mal abgetrocknet werden. Boah, ist das wirklich alles meine Spucke? Ich habe nichts, was so nass wäre, dass ich es nicht auch an meinem Nachthemd abwischen könnte. Hier steht, man kommt nur gut abgetrocknet zur Therapie. Na dann? Gut, dass wir uns das noch einmal genauer angesehen haben. Man sollte immer alles mit allem ausprobieren. Mach ich. Merkt euch das, Kinder. Mach ich. Ich habe nichts, was so nass wie... Warte, ich wische den Topf noch einmal aus. Genau. Und danach falten wir unsere Socken zusammen und kämmen uns die Haare. Okay. Ich habe nichts... Man darf nicht vergessen, sich unter den Fußnägeln abzutrocknen. Aber Edna, das ist doch das Geschirrhandtuch. Bei Fußpflege bin ich resolut. Niemand soll mir mangelnde Hygiene vorwerfen. Kann ich die hier mitnehmen? Ja. Aber wir probieren beim nächsten Mal alles mit diesen Topflappen aus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.